Ja, willkommen zum nächsten Vortrag von Jörg Thomsen. Er wird uns jetzt zeigen, was die neue Map-Server Version 8 zu bieten hat in puncto UGC-API-Features und hat eine Live-Demo mitgebracht und wird uns da ein wenig was zeigen. Viel Spaß. Genau, ja, herzlich willkommen. Mal gucken, ob ich euch zeige, wie es funktioniert, ob ich zeige, was alles schiefgehen kann. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Bin gerade ganz ein wenig überrascht, wer hier so ist, wen ich schon kenne und wen ich nicht kenne. Wollte aber sowieso mal fragen, zum einen, wer hat schon überhaupt Erfahrung mit dem Map-Server gesammelt, von denen die anwesend sind? Die meisten, okay. Und haben die sich gerade gemeldet haben, schon Map-Server 8 ausgetestet und haben da... Das sind schon deutlich weniger. Gut, dann bin ich ja perfekt vorbereitet, auch mit meinen Folien. Genau, es geht um Map-Server 8 logischerweise, weil erst seit der Version 8 der Map-Server diese OGC-API-Feature unterstützt. Wir werden am Rande eine entscheidende Sache kennenlernen, die generell neu ist beim Map-Server. Ansonsten werde ich aber gar nicht so viel erzählen, was beim... bei der 8er Version jetzt anders ist. Wobei, für die es noch nicht gemacht haben und vielleicht ein bisschen Angst vorm Update haben, es ist nicht so viel. Es gibt ein paar Sachen, die sind neu in den Map-Dateien. Die muss man vielleicht umschreiben, aber die Erfahrung zeigt, dass es nicht so viel ist und dass es bei den Projekten auch immer dieselben Sachen sind. Also man kann da auch tatsächlich viel mit Suchen und Ersetzen machen. Da haben wir schon ein paar Erfahrungen gemacht im letzten Jahr. Okay, genau, also das ist irgendwie das Endziel, was ich am Ende aufrufen möchte, diese Ansicht. Und da wollen wir uns mal so langsam hinarbeiten. Ich habe jetzt vorher noch 2, 3 Folien. Keine Angst, eine Folie kurz zu mir. Mein Name haben wir schon gesagt, Jörg Thomsen steht im Programm. Ich arbeite bei der Ware Group, bin da als Berater tätig in verschiedenen Projekten für Geodateninfrastrukturen und gebe auch eine ganze Reihe von Schulungen. Und der Map-Server war auch wirklich das erste Open-Source-Projekt, überhaupt das erste Open-Source-Projekt, mit dem ich so Kontakt hatte und was mich dann auch sehr schnell überzeugt hat. Bin schon lange dabei. Das soll es aber auch schon sein mit der Selbstvorstellung. Ich habe jetzt nochmal die einleitenden Folien, das sind auch nicht so viele, aufgeteilt. Einmal in OGC-API-Features. Was ist das überhaupt? Für die, die es noch nicht wissen, der Teil, der jetzt hier steht, den habe ich aus der Map-Server-Folie, aus den Map-Server-Dokumentationen rauskopiert und das wird damit eingeleitet, dass die OGC eine revolutionäre Anstrengung unternimmt, um den ganzen Dienstekram ein bisschen zu modernisieren. Das heißt, alles, was jetzt OGC-API heißt, löst nach und nach die alten Dienste ab, die wir kennen, WMS, WFS und so weiter. Letztendlich am Ende kommt dasselbe bei raus, Karten, bunte Karten, Bilder oder Vektordaten. Aber der Hintergrund ist technologisch komplett anders. Wir haben eine REST-API, eine REST-Schnittstelle und eben eine API-Schnittstelle. Und dieses ganze alte, bekannte, wer es kennt mit CGI, Bin, MapServe, Fragezeichen und dann die ganzen Parameter und X und L hin und her schicken, das ist dann eben nicht mehr dabei. Und das ist dann eben auch eigentlich schon seit Jahren der State of the Art in der Programmierung. Und wir kommen dann mit den Geodaten, Geodateninfrastrukturen jetzt auch mal in diese Richtung. Habe ich schon gesagt, für Anwender wird das gar nicht spürbar sein. Ich habe hier auch mal aus dem QGIS diesen Screenshot gemacht. Da steht schon seit längerem drin WFS-OGC-API. Letztendlich ist es das Gleiche. Wir stellen eine Anforderung, sagen unserer Software, wo die Adresse zu finden ist, wo die Daten zu finden sind. Und der Rest wird dann ja sowieso im Hintergrund automatisch abgearbeitet. Und wir haben aber natürlich, wenn wir Dienste anbieten wollen, müssen wir das irgendwie konfigurieren. Also das, was als
Web-Feature-Server-Service im Map-Server konfiguriert ist, wird nicht sofort 1:1 als OGC-API funktionieren, aber auch da sind Sachen, die ihr vielleicht schon kennt, werden sich da auch wiederholen und tauchen in der Map-Datei wieder auf. Ein paar Stichworte habe ich hier unten schon mal reinkopiert, aber das machen wir dann eben gleich nochmal im Detail live, ein bisschen detaillierter. Für diejenigen, die jetzt auch online zuhören, nochmal grundsätzlich zum Map-Server. Es ist ein sehr altes und ausgereiftes OSGeo-Projekt. Nach wie vor, würde ich mal sagen, ganz weit vorne, was Geschwindigkeit, Performance angeht. Und auch was gerade bei komplexeren Anwendungen vielleicht mit eigenen definierten Variablen, mit der Verteilung der Konfiguration, Includes und so weiter sehr weit vorne ist. Was viele am Anfang abschreckt, ist sicherlich heutzutage, dass die Konfiguration so aussieht wie da rechts. Wir müssen in irgendeinem Editor irgendwelche Map-Dateien als Konfiguration schreiben. Wie das dann genau aussieht und funktioniert, werde ich dann jetzt zeigen. Dafür setze ich mich auch mal hin, damit ich meinen Rechner bedienen kann. Und setze meine Brille auf und dann geht's los. Ich habe diese Demo-Session mit der OSGeo Live vorbereitet. Die ist ja vermutlich auch nach den ganzen Workshops schon so ein bisschen den Leuten bekannt und dann kann man das auch vielleicht einigermaßen noch mal selber nachvollziehen, wenn man keinen eigenen Map-Server am Laufen hat. Habe ich ein bisschen angepasst. Wir haben hier auf der OSGeo Live, die läuft jetzt hier bei mir in einer virtuellen Maschine. Und da gibt es dann immer diese Startseite. Und ist egal, welche Sprache. Bei Contents können wir sehen, was es alles gibt hier oben im Menü. Und was ich jedes Mal, wenn ich drauf komme, immer wieder lobe, ist, dass es hier eine Übersicht gibt über die Software, die drauf ist und was kann sie eigentlich. Da könnten wir jetzt nochmal nachlesen, was der Map-Server kann, wollen wir aber nicht. Und es gibt immer noch so einen Quick-Start. Ich mache das noch ein bisschen größer vielleicht, fällt mir gerade auf. Genau, und hier gibt es auch einen Quick-Start für den Map-Server. Und wer diese OSGeo Live zum Laufen gebracht hat, kann diese ganzen Quickstarts einfach so nacheinander abarbeiten. Die Software ist da und schönerweise eben auch die ganzen Daten, mit denen man das Ganze ausprobieren kann. Und das habe ich jetzt auch mal für die Demonstration einfach als Grundlage benutzt, was hier im Quickstart steht. Ich werde das aber nicht einzeln durchgehen, keine Angst, sondern habe einfach mal gedacht, ich nehme mal hier als Basis diese Map-Datei, die hier drin ist, so um wirklich ganz von vorne anzufangen, aber ohne jetzt großartig was tippen zu wollen. Das heißt, wir nehmen das, was hier ist, kopieren das in eine Datei und simsalabim, da ist sie schon fertig. Ein paar Sachen habe ich natürlich vorbereitet, um da nicht allzu viel Zeit zu verlieren. Genau, das ist jetzt eine ganz, ganz einfache Datei. Die räume ich gleich auf und ändere das ein bisschen um. Haben hier ein paar Header Angaben, wie heißt das Ding, was für ein Extent wird abgedeckt, ein paar Metadaten, die hier drin stehen, nicht viele. Und hier ist ein ganz einfacher Layer, der auch aus dem Tutorial kommt, wo wir einfach die Länder aus den Natural Earth Daten nehmen können. Und gut, ich musste hier diesen Pfad anpassen, aber ansonsten sollte sie eigentlich schon direkt funktionieren. Ich werde zwischendurch immer mal testen, ob das auch wirklich alles klappt, was ich hier mache. Damit ich nicht irgendwann so viele Fehler habe, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme. Genau, das ist die Datei. Gucken wir nochmal rein. OGC API Harburg Map, jetzt noch als WMS aufgerufen. Wie gesagt, erstmal nur zum Testen, ob das noch alles so funktioniert, und das sieht noch gut aus. Genau, einfacher WMS, ein Layer, kein Gedöns. WFS, OGC API funktioniert hier jetzt noch gar nicht. Dafür müssen wir noch ein paar Anpassungen vornehmen und ich habe auch mir andere Daten für das Demo ausgesucht. Das heißt, das müssen wir auch noch anpassen. Und zwar, ich habe das hier unten schon mal reingeschrieben, praktischerweise gibt es einen neuen Extent.
kennt, nämlich hier von Harburg, den wir hier reinpacken müssen. So, das wollte ich noch in... Feature API umbenennen. Die Units brauchen wir nicht, die ExchangePass brauchen wir an dieser Stelle nicht, die Size brauchen wir nicht, ImageType brauchen wir auch nicht, das können wir alles rausschmeißen und das Ganze schon mal so ein bisschen verschlanken. Dann möchte ich jetzt hier eben auf andere Daten zugreifen. Das sollen, wie gesagt, die Gebäude von Harburg sein, wo wir uns hier gerade befinden. Das ist immer noch Teil Polygon und ich muss jetzt noch den Pfad zu der Map-Datei austauschen. Das ist bestimmt irgendwo hier unten noch drin, genau. Hier, die habe ich mir aus OpenStreetMap rausgezogen und schon mal in mein Verzeichnis hier gepackt unter Data. Das finden wir jetzt hier. Ich nehme den gesamten Pfad da rein und jetzt sollte ich eigentlich zumindest die Gebäude von Harburg haben, wenn ich das jetzt nochmal neu aufrufe. Und das Ganze sieht ein bisschen anders aus, nehme ich mal an. Ich gehe mal über diesen etwas umständlicheren Weg. Da hat man irgendwie schönere Meldungen. Genau, da sind sie schon. Das heißt, ich kann auf die Daten zugreifen. Und wir sind, glaube ich, irgendwo hier oben in dieser Ecke gerade am Sitzen. Gut, ist bisher nur Map-Server. Was wollte ich sagen? Nur WMS und noch kein Feature-Dings. Das habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel vorbereitet, weil das noch gar nicht funktionieren sollte. Es gibt ab Map-Server 8, da muss ich noch mal kurz zurückspringen, eine Datei, die nennt sich Map-Server-Conf-Datei. Die kann liegen, wo sie will, wo sie oder wo ihr wollt, wo wir wollen, wo sie liegt. Die wird dann über eine Umgebungsvariable quasi dem Map-Server bekannt gemacht. Auf der OSGeo Live-Distribution sitzt die hier in dem Verzeichnis etc und heißt Map-Server-Conf. Scroll, scroll, scroll. Genau, das hier ist sie. Mache ich mal auf. Ich weiß nicht, so, ist ein bisschen schöner jetzt im Editiermodus. Genau, das hatte ich schon angepasst. Da steht hier ein Map-Server-Pattern drin, wenn das so ausgeliefert wird. Und das passt nicht ganz, weil das auf andere Daten verweist. Das ist einfach ein regulärer Ausdruck, in dem hier relativ komplex steht, wo darf eine gültige Map-Datei liegen und genau, wie... in welchem Verzeichnispfad, das ist hier vorne, können auch mehrere drin stehen und was darf die Verzeichen haben und wie muss sie aussehen und hier in dem Fall hinten muss Map stehen als Sicherheitsfeature. Grundsätzlich gab es das auch schon bei der 7er Version, damit man dem Map-Server nicht irgendwelche anderen, vielleicht etwas böseren Dateien unterschmuggeln kann. Genau, wenn ich das habe, jetzt wirklich sehr, sehr einfach. Data und der Rest ist gelassen. Also vorne muss Data stehen im Pfad und dann funktioniert. Sonst hätte ich hier noch eine andere Fehlermeldung bekommen, die wir uns jetzt gerade erspart haben, dadurch, dass ich das nicht rechtzeitig rückgängig gemacht habe. Genau, dann brauchen wir noch ein paar andere wenige Angaben in der Map-Datei, damit das Ganze auch wirklich als Feature-API erstmal basismäßig funktioniert. Dafür gehe ich mal wieder in diese Map-Datei rein und ziehe nochmal die wesentlichen Sachen von hier unten hoch. Das haben wir alles schon, Extent haben wir schon. Ich gucke gerade mal, wo ist das Ding jetzt überhaupt hin? Ist das hier richtig? Bin ich doch natürlich schlecht vorbereitet. Na, ich muss die andere noch mal aufmachen, aber kriegen wir schon hin. Hier ist das andere. Das ist die funktionierende Datei auf jeden Fall. Genau, da haben wir auf jeden Fall diese beiden Einträge. Ich mache es noch mal ein bisschen größer. GML include items all.
und GML Feature ID bei den Metadaten. Die sind auch schon von WFS Konfigurationen, denke ich, bekannt. Habe ich es richtig gemacht? Ja. Und die brauchen wir jetzt hier auch wieder, damit eben dann die Vektordaten ausgeliefert werden können. Ich nehme mal den ganzen Metadatenblock rüber, dann haben wir das nämlich gleich. Das ist ein bisschen einfacher. Nehme ich doch ein bisschen verwurstelt. Metadaten packe ich mal hier oben rein, wie ich es gewohnt bin. Schmeiß noch mal wieder was raus, um es übersichtlich zu behalten. Genau, den Extent kann man hier, muss man jetzt nicht haben, aber als OWS-Extent macht es am Ende das noch ein bisschen geschmeidiger, wenn ich den hier nochmal reinpacke. Wichtig waren jetzt diese beiden hier unten, ist schon wieder kleiner geworden, ne? GML Include Items und GML Feature ID. Die brauchen wir beide. Und dann haben wir noch genau, erstmal eine Sache, die wichtig ist. Wir könnten das jetzt schon mal ausprobieren. Dafür muss man wissen, dass, wie erkläre ich es? Nee, ich mach's einfach. Es ist einfacher, eher so rum das zu machen, genau da. Wir brauchen ein Template für das Feature Info. Zumindest muss der Tag damit gesetzt sein. Das Template muss gar nicht unbedingt existieren. Ähnlich wie beim Feature Info, da kann irgendwas dahinter stehen. Aber wenn ich das gesetzt habe, dann kann der auch auf sein entsprechendes Landingpage-Template zugreifen. Und was man jetzt noch wissen muss, ich hatte ja gesagt, der Aufruf von der API Features ist nicht mehr mit dem ganzen Fragezeichen und so weiter, sondern sieht ein bisschen anders aus. Das kann ich mir, hatte ich ja auch schon mal vorbereitet, wie man die Feature API aufruft. Das ist hier schon im QGIS-Projekt gespeichert bei mir. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Wahrscheinlich ein bisschen klein. Ich hole das nochmal kurz als Kommentar hier mit rein. Mache ich eigentlich sowieso ganz gerne, dass ich mir oben immer die Basisaufrufe reinschreibe als Kommentar. Dann hat man sie zur passenden Datei bereit. Also das ist jetzt der Aufrufpfad für die OGC API Features für den Map-Server. Dieses ganze Fragezeichen und kaufmännische und Gedöns ist nicht mehr erlaubt. Wir haben jetzt hier einfach den, was schon bekannt ist, Servernamen, CGI-Bin, wo die Map-Server-Exekute liegt. Und dann eben den Namen von dem Programm, das wir aufrufen, wo jetzt klassischerweise das Fragezeichen hinterstehen würde. Da ist jetzt irgendwie so ein Dienstename zwischengeschmuggelt und dahinter steht jetzt OGC API. Das mit dem Dienstenamen, der da reingeschmuggelt wird, ist es so eine kleine Abkürzung generell beim Map-Server, um sich jetzt dieses Map gleich und so weiter zu sparen. Hat man in älteren Versionen oft über Apache Rewrite Rules gemacht, dass man eben gesagt hat, wenn Map-Server mit dem Parameter Harburg aufgerufen wird, dann übersetze das in Map gleich, Pfad zur Map-Datei und so weiter. Das kann man jetzt sehr schön in dieser Map-Server-Konfigurationsdatei mit einbauen. Und das haben wir hier unten versteckt. Das war das, wo ich gerade eben schon drin war. Da gibt es dann hier so einen Block Maps. Und da können die ganzen Aliase für die WMS und sonstigen Dienste gesetzt werden. Das hier war der schon aus dem Quickstart drin war in der Konfigurationsdatei. Und was wir jetzt noch reinnehmen wollen, ist eben unser Harburg. Das packe ich jetzt einfach mal hier mit dazu. So, jetzt habe ich hier ein Alias Harburg für meine Map-Datei, die ich gerade hier im Editor offen habe. Und wenn ich das jetzt speichere und das Passwort eingebe zum Speichern, dann ist das eigentlich schon erledigt. Das Schöne an dieser Konfigurationsdatei ist, dass sie genau wie die Map-Datei bei jedem Aufruf vom Server
eingelesen und beachtet wird. Also ich muss hier nichts irgendwie neu, keinen Webserver neu starten oder irgendwas neu durchladen oder so, sondern wenn ich hier was anpasse, dann gilt das sofort. Und jetzt gucken wir mal kurz, ob das hier schon mal grundsätzlich funktioniert. Wir müssen zumindest einen ersten Ansatz haben. Den WMS nehme ich mal raus für die Übersicht. Ist da noch ein zweites Fenster offen? Aha, genau. Daran lag's. Das will ich. Genau, die wollte ich. Da hatte ich es drin. Gucken mal, was passiert. Genau, da kommt schon was. Das heißt, er hat jetzt quasi seine erste Anfrage an den Map-Server gestellt. Nicht mehr als Get Capabilities, sondern als Basisaufruf an die API. Kriegt zurück, es gibt einen Layer, der heißt Harburg. Und dann kann ich jetzt sagen Add. Und ich sehe eine Fehlermeldung. Gut, irgendwas hat nicht ganz geklappt hier mit dem QGIS, aber grundsätzlich hat zumindest nicht alle geholt, weiß ich gerade nicht, war beim Testen nicht. Aber jetzt haben wir hier eben schon den Request auf die Items. Wir sehen hier, dass das eben auch wirklich Vektorlayer sind. Die kann ich jetzt gestalten ganz normal, als wäre es ein klassischer WFS oder direkt aus der Datenbank geladen oder ähnliches. Also man sieht, dass zum Funktionieren zu bringen, geht schon relativ schnell. Wir können es noch ein bisschen mehr machen. Hat er ja auf dem Screenshot ganz am Anfang der Folie, da war eine Webseite aufgerufen und nicht das QGIS. Das ist diese sogenannte Landingpage, die dazugehört. Dafür gibt es dann hier, das muss ein bisschen schöner sein, machen, genau diesen Eintrag. OGC API HTML Template Directory. Da liegen jetzt die Templates drin, wo drin steht, in welcher Form die Antworten ausgeliefert werden. Und damit das noch richtig funktioniert, gibt es noch eine Erweiterung in der Map-Datei, die wir vornehmen müssen, die auch wirklich neu ist, speziell für die OGC API Feature. Die hatte ich hier unten doch hoffentlich, glaube ich nicht. Ich nehme es mal wieder hier raus. Und zwar einfach mal kurz weggucken, bis ich an die richtige Stelle gescrollt bin, um sich nicht selbst zu verwirren. Ich sehe es nämlich gerade selber nicht. Aber ich habe es eben, habe ich es noch gesehen. Ah, hier war es versteckt. Genau, ich kopiere das mal raus. Also wir haben ja nochmal, um alle ein bisschen abzuholen, hier bei den Metadaten immer diese komischen Vornamen und dann steht da irgendwas hinter dem Unterstrich, was das genau sein soll, OWS, GML und so weiter. Bei Map-Server ist es so, dass die Metadaten, die mit OWS anfangen, für alle Open Web Services gelten, für WMS, WFS, WCS und so weiter. Ich kann das ausdifferenzieren und sagen, WMS-Title, WMS-Enable-Request, dann gilt das nur für den Webmap-Service. Und für die OGC-API ist jetzt eben noch die neue Abkürzung OGA eingeführt worden. Und damit das mit diesen Templates richtig funktioniert, muss man im Moment noch dann hier auch diese Online-Resource angeben für diese OGC-API und dann kann er sich da richtig durchhangeln und dann wird das auch im Browser funktionieren, gehe ich mal davon aus. Ich habe das hier schon mal irgendwann gemacht und müsste das auch hier wiederfinden. Genau, und da ist es. Das ist jetzt halt das, die Basisadresse, die wir schon kennen hier oben, MapServe, Harburg, OGC-API und so weiter, was nennt sich also auch QGIS im Hintergrund abgefragt hat. Wir sehen jetzt hier im Browser automatisch die HTML-Version. Programmatisch wird sich natürlich sowas wie QGIS oder ein WebGIS-Client durch diese JSON-Dokumente durchhangeln und immer das JSON-Format anfragen. Da steht aber letztendlich das Gleiche drin, nämlich wie man weiterkommt, um an die endgültigen Daten zu kommen, wie es auch hier auf dieser HTML-Version steht. Und dann theoretisch ist es dann eben so, oder praktisch ist es dann auch so,
dass man hier diese Einstiegsseite hat. Dann kann man von da aus gucken, welche Feature Collections es gibt. Und da ist was schiefgelaufen. Warum ist was schiefgelaufen? Hier ist noch was falsch. Muss ich gleich mal gucken, woran das liegt. So, ich mache erstmal kurz die Bereinigung bis zum Ende hier durch. Und dann kriege ich jetzt wieder das Problem, dass hier dieses noch zweimal auftaucht. Ich kenne es. Genau, also man kann sich hier in der Landingpage durchklicken oder eben programmatisch durch diese JSONs durchhangeln. Das wird jetzt wieder hier meckern, weil hier nochmal das mehrfach drin ist. Items, Items, genau. Das ist gut, dass das da hinten alles noch zu lesen ist. Genau, da kommen wir jetzt so weit. Und genau, irgendwas ist an der Online-Resource noch falsch, habe ich gerade schon gehört. Aber eigentlich sehe ich jetzt hier auch gerade gar keinen Fehler und verstehe jetzt spontan nicht, woran das liegt. Oder sieht jemand von hinten mehr, als ich sehe, was jetzt falsch sein könnte? Eigentlich ist sie das doch. Nee, ich glaube, das ist es auch nicht. Wir probieren es nochmal kurz aus. War mir eigentlich klar, dass es irgendwie nicht, dann doch nach dreimal durchtesten und probieren nicht super läuft. Nee, da stimmt immer noch was nicht. Mal gucken, vielleicht kommt, also es liegt irgendwie, hat das was mit dieser Online-Resource zu tun. Ich suche da jetzt mal nicht länger nach, mach mal irgendwie weiter und muss das hier dann zur Not von Hand weiter bereinigen. Vielleicht fällt es mir dann noch irgendwo auf, woran es liegt, wenn ich weitermache. Genau, also in QGIS hat es ja schon funktioniert, haben wir gesehen. Und hier geht es prinzipiell auch. Das müsste ich nochmal korrigieren. Das ist schon ein Fehler, der mir auch beim allerersten Mal passiert ist. Und jetzt wollte ich eigentlich nur noch zum Abschluss zeigen, wie man das hier ein bisschen schöner machen kann. Ich hatte ja auf dem einleitenden Screenshot hier zu meiner Präsentation das so ein bisschen, sah das ein bisschen schicker aus. Da haben wir das Glück, dass uns dieses Template für diese Landingpages auch schon mitgegeben wird in zwei verschiedenen Variationen. Das eine konnte man gerade schon erhaschen. Wenn wir hier waren, da muss ich jetzt mal gucken, dass ich das Richtige wieder aufmache. Das ist das Richtige, wo ich drin war, hoffe ich. Genau, da hatte ich das hier geändert. Und hier ist dieses OGC HTML Template Directory. Da wird angegeben, wo diese HTML Templates liegen. Und das ist vielleicht auch schon der erste Fehler. Die gibt es nämlich, ich gehe mal hier ins Dateisystem rein, in zwei verschiedenen Varianten, wie sie uns das Map-Server-Projekt mit ausliefert. Das eine ist dieses HTML-Template-Plane, das wir gerade gesehen haben. Funktioniert, aber nicht besonders schön, wenn man sich da das von Hand angucken möchte. Und dann gibt es noch dieses Bootstrap-Template. Und das muss ich jetzt halt mal kurz hier mit reinschreiben. Das hatte ich aber auch schon vorbereitet, natürlich, um nicht noch mehr Fehler zu machen. Copy. Und dann, ich lasse das andere mal drin, nehme das da rein und kommentiere das hier einfach nur aus. Und dann, weil das jetzt in der Webserver-Config-Datei steht, gilt das jetzt für alle Dienste, die ich konfiguriere. Ich hätte auch die Möglichkeit zu sagen, dass ich diese Variable in meine Map-Datei mit reinschreibe und dann für verschiedene Projekte, Webserver-Projekte, verschiedene Templates benutze. Ich speichere das mal wieder und gebe das Passwort ein, damit es gespeichert werden kann. Und wenn ich jetzt nochmal hier diesen Basisaufruf mache, sollte es ein bisschen anders aussehen. Genau, halt ein bisschen hübscher. Nach wie vor bleibt dieser JSON-Pfad
erhalten. Den Fehler habe ich immer noch mit diesem Doppelten drin. Genau, da will ich jetzt aber nicht allzu lange suchen. Jetzt habe ich es ganz kaputt gemacht bei mir. Das war das. Das war das ohne. Da kommt das. Genau. Und jetzt können wir hier weiter durchgehen. Dahin hat es noch gepasst. Genau. Feature Collections available. Harburg. Hier kaut dann wieder unser Fehler rein mit den doppelten Collections. Haben wir dann hier auch die Bounding Box und ja gut, es ist ein bisschen schicker, sieht besser aus und wir sehen hier dann eben auch wirklich, können runtergehen bis auf die einzelnen, das ist hier vier vorne, ist es falsch, das ist okay, immer noch nicht, da. Vielleicht ist hier das. Achso, weil es doch. Genau, Entschuldigung, habe ich mich jetzt selber verwirrt. Ne? Wir haben einmal den Dienstennamen Harburg und dann haben wir den Collection. So, ich. Moment. Da. Wenn man zu dicht dran sitzt, yeah. Genau, also da kann man dann, ich finde es halt schön und es sieht gut aus, das ist eine nette Spielerei. Hier kann ich jetzt noch weitergehen, das wird jetzt wahrscheinlich wieder genauso schief gehen wie eben, dass hier irgendwas Falsches drin steht. Collections, das Harburg muss weg, ne? Nee. Und das muss weg. So. Na, jetzt haben wir das Items doppelt noch. Okay. Live Debugging. Gut. Okay. Da wollte ich jetzt hin. Also man kann eben auch als jemand, der diesen Dienst benutzen möchte, schön schon gucken, ohne sich das irgendwo reinzuladen, was steckt eigentlich dahinter, inklusive der ganzen Attribute und ohne irgendwie das JSON oder das GML, das zurückkommt, verstehen zu müssen. Ich möchte jetzt nochmal kurz gucken, ob ich jetzt doch noch sehe, den Fehler, weil das waren jetzt eigentlich schon die wesentlichen Schritte und es wäre natürlich schön, wenn es dann am Ende auch wirklich richtig klappt. Das ist meine Datei zum Template, das stimmt. Und meistens liegt der Fehler in der Map-Datei an dieser Online-Resource. Aber die ist doch, ich teste das einfach nochmal direkt aus, ob ich da was falsch gemacht habe. Aber das stimmt ja auch, okay. Gut, das werde ich jetzt wahrscheinlich so schnell nicht finden. Genau, irgendwo habe ich jetzt noch einen Haken drin, dass er hier immer dieses Collections doppelt. Das kenne ich aber schon. Das liegt meistens daran, dass man irgendwo was an dieser OGC Online Resource falsch gemacht hat. Sieht jetzt aber im Moment richtig aus. Müsste ich jetzt wahrscheinlich über die Zeit ein wenig suchen. Genau, damit haben wir es schon. Also wir haben nur wenige Einträge in der Map-Datei, die wir neu machen müssen, wenn man eh schon in WFS konfiguriert hat, wo diese GML Include Items und GML Feature ID drinstehen. Dann fehlt nur noch zum einen hier irgendwie so ein Template, das man mit einbauen muss, um überhaupt diese Templating über den Map-Server zu aktivieren und der Eintrag mit der OGA Online Resource. Und was wir noch zwingend brauchen, ist eben der Eintrag in der Map-Server-Konfigurationsdatei. Hier unten mit dem Alias für mein Projekt.
weil diese Angabe mit Map gleich und Dateifahrt einfach von der Spezifikation der API nicht mehr erlaubt ist und nicht mehr funktioniert. Also da müssen wir zwingend mit so einem Alias arbeiten beim Map-Server. Und jetzt könnte man natürlich noch hier in diese Template-Dateien reingehen und die auch, ist es ja letztendlich HTML und JavaScript, irgendwelche kleineren Anpassungen vornehmen, um dann eben das auch wieder von meinem Titelbild hinzukriegen, dass man hier ein anderes Logo einbaut, andere Farben. Wenn ich jetzt genau, das beliebig anpasse, wenn ich noch ein Abstract in meine Konfiguration in die Map-Datei reinschreibe für die Gesamtdatei und auf Layer-Ebene, taucht das auch hier noch mit auf und kann es da auch mit lesen. Okay. Also, wenn man sich hier nicht verdattelt, ist es sehr einfach. Man muss hier noch ein bisschen reinfriemeln. Ich habe das, was ich gerade gezeigt habe, zum Nachvollziehen, nicht nur beim Videogucken vielleicht, auch nochmal an die hochgeladenen Folien rangehängt. Da haben wir erstmal hier noch eine Sache, ein bisschen Vorbereitung, was OSGeo Live angeht. Und dann die entscheidenden Dinge, die wir in der Webdatei geändert haben, nochmal zum Nachlesen und auch mit in den PDFs drin, die man aus dem Programm runterladen kann. Ja, das wollte ich zeigen. Für einen Vortrag zu kurz, für einen Workshop zu lang. Deswegen habe ich mich für die Demo-Session entschieden und bin jetzt bereit für Fragen. Und wenn ich so die Gesichter sehe, kann ich vielleicht einige gar nicht beantworten, weil hier ein paar Profis drin sitzen. Aber ich bin gespannt. Ja, vielen Dank. Es gibt auch online direkt eine Frage, und zwar, ob es geplant ist, beim Map-Server die Editierung über CRUD, also Create, Read, Update, Delete, an der OGC-API zu unterstützen. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Also wenn es geplant ist, ist das irgendwo im Projekt-Steering-Komitee bei den Entwicklern diskutiert, aber habe ich noch nichts von gelesen oder gehört. Oder weiß es jemand von Armin? Man kann halt vermuten, dass das nicht geplant ist, weil Map-Server auch kein WFS transaktional kann. Deswegen denke ich auch nicht, dass das so schnell passieren wird, auch in den nächsten Jahren nicht. Ne? Deswegen hatten die den Tiny-OWS immer mit dabei gehabt, um WFST auch mit anbieten zu können. Und das ist die Voraussetzung, um diese Update-Sachen zu machen. Das ist ja ein zustandsloses System, kommt ja noch dazu, ist jetzt nicht wie der Geo-Server oder sowas oder die CRI an der Stelle, dass das in dem Container läuft. Ne? Guter Einwand, ja.